Hallöchen, da sind wir. So in der Story, wir legen uns gerade im Gebiet von TFK mit Leuten an hier. Und wir werden immer abwechselnd was machen zwischen den Gebieten. Und wie ihr wisst, ne, das Psychopathen-Nitro ist wieder zurück. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass unser Benz viel zu langsam ist. Oh Mann. Der soll sich mal um den behinderten Dodge da kümmern. Was soll denn da hinten? Das ist ein Sprintrennen? Ich muss ja mal gucken, ey. Ich meine, ich glaube, dem Benz fehlen so ein paar Tuning-Teile. Weit nennt er das, Alter. Der klebt mir da so förmlich am Arsch, könnte man fast schon sagen. Hey, dann wehrt sich einer von rechts. Dann hol ihn dir doch. Idiot. Der hat den Falschen erwischt. Was? Ach komm schon. Du kannst ruhig noch mit mir rechnen, Mann. Wir haben Gesellschaft. Ja, ich merke das. Und du kümmerst dich nicht um unsere Gesellschaft. Unglaublich. Alle anderen sind hinter dir. Ist jetzt rechts von dir, pass auf. Oh, hol ihn dir jetzt. Mann. Jawohl. Neville kann ja doch was. Was hier los ist. Jetzt kriegen wir bestimmt Besuch. Hey, wie lange hast du denn gebraucht, bis du mein Geld ausgegeben hast? Eigentlich nicht lange. TFK! Meine Güte. Ich verschwinde mal, wir sehen uns dann im Unterschlupf. Ja, ja, viel Spaß. So, ich würde sagen, wir nehmen hier ein, zwei Gebiete ein. Suchen uns ein paar Sachen, wo wir Tuning-Teile kriegen. Dann nehmen wir unten auch was ein. Ist alles Tuning-Teile, so Karosserie-mäßig nur. Ich will aber Leistung erstmal. Hier sind alles nur Tuning-Teile. Fürs Optische. Ah, hier ein Fahrwerk. La 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 la. Ich trete euch in die Eier. Boah, die meisten Martins hier, Alter. Unglaublich. Ich bin bereit. Nein, ganz ehrlich, ich bin soweit.
Fährt Wolf hier mit? Oder das sieht so ähnlich aus, da hat TFK oben drauf. Ich glaub nicht, ne? Die tauchen später mal zwischendurch auf, das ist lustig, ey. Wenn man die, glaube ich, weggebamst hat aus ihrem Revier, kommen die angeschissen. Also ohne Nitro wäre ich ja aufgeschmissen, weil ich den Wagen noch nicht, glaube ich, nicht genug getunt habe. Aber ist voll lustig, ey. Ey, ja, Nitro! Oha, wir fährt nach vorne so gestört. Guck, wie schnell die sind, ey. Ohne Nitro wärst du am Arsch. Ich muss den unbedingt tunen gleich, den Wagen. Voller Dauertrip, ja. Oh, los. Sauber nennt er das. Hey! Boah, schwer, ey. Hilfe! Die wollen mich verprügeln, alle zusammen. Oh. Oh, der CLK, ey. Ich weiß nicht, ob das so eine gute Idee war mit der Karre. Alle anderen sind hinter dir! Oh, oh. Auf Empfang. Mögliches Code-6-Fahrzeug wurde zuletzt gesichtet in Fahrtrichtung Norden. Einheiten bitte melden und anrücken. Ist ja ein Wunder immer. Sonst lassen sie eine Karriere fast immer in Ruhe. Hau ab! Oh, Alter, der ballert uns hier voll. Alter, ist überhaupt nicht gut. Bitte Position. Schaffen wir es jetzt? Weiß ich nicht, wenn du dich mal anstrengst. Da, hinter dir! Komm schnell her! Pack ihn dir doch. Konzentrier dich, du bist fast im Ziel! Alter, gar nicht so einfach hier. Heftig. Oder die sehen so ab, weil ich halt Nitro habe. Das kann natürlich auch sein. Oh, wir müssen unbedingt tunen. Ist der überhaupt schon im Ziel? Oh. Du schaffst es. Das wusste ich schon lange. Und die anderen sehen es langsam auch. Nicht aufgeben, du hast es gleich. Ja, genau, das Massenrennen wird angegriffen. Macht, was ihr wollt. Zum Unterschlupf. Oh Gott, oh!
Boah, ein Arschkrampf. So. Lecco mio, ey. Ja, ich weiß nicht, ob der Nitro was bringt, ey. Ich meine, wir haben da ja, ne? Ja, der Kompressor, der haut rein. Ja, komm, drauf geschissen. $19.000. Dafür haben wir aber, ne? Guck mal, die haben das Massenrennen in echt genommen hier, unglaublich. Aber ich wollte erst mal gucken, ob so ein ganzes Gebiet wieder eingenommen werden kann. Obwohl, ich glaube, das funktioniert nur, wenn man einen Boss noch nicht besiegt hat. Das könnte man dann zum Beispiel bei dem hier machen, bevor man Darius besiegt. Immer wieder Gebiete einnehmen lassen. Ich glaube, so wird das nicht funktionieren, wenn man den Boss schon platt gemacht hat. Naja, dann schauen wir mal. Was der jetzt kann, der Wagen, ob er jetzt besser ist. Bei 250 knapp war irgendwo Ende so, ne? Denke ich, habe ich das jetzt richtig im Kopf. Müsste eigentlich ein bisschen flotter sein, der Karren. Mit dem Kompressor. Der Nitro müsste auch besser drücken jetzt. Wir müssen Neville mal austauschen, wenn wir einen besseren haben hier. Ist ja nervig. Aber das ist ja auch ein Auto, was nur bis Stufe 2 geht, glaube ich, ne? Außer mit ein paar Einzelteilen. Ja, auf jeden Fall merkt man ein bisschen. Hat er mehr Kraft? Der hat 7 Gänge da auf. Scheiße, ich hätte da gerade ausfahren können. Aber die fahren irgendwie alle hier lang. An alle Einheiten auf Empfang. Wir haben eine Meldung erhalten über ein zu schnelles Fahrzeug in Richtung Süden. Ein. Wer einen Einsatz mit niedriger Priorität fährt, bitte melden und in diese Richtung aufbrechen. Ich bin echt gespannt, ob die DLCs hier funktionieren, aber dann müssen die doch. Ja, ich denke mal, die sind erst dann, wenn sie auf freigeschaltet sind, dann verfügbar, aber irgendwie muss das doch genau. Problem ist, selbst weil die umsonst sind, man hat irgendwann einfach kein Geld mehr, um trotzdem immer neue Wagen zu holen, wenn man dann kein Geld mehr für Tuning hat. Die Autos sind zwar umsonst, wenn er die im Paket hattest, aber der Tuning halt nicht, ne? Alter, was ein Stress die machen hier, ne? Flotte Bienen alles. Nicht dahin, komm, fahr einfach, fahr! Ja, ja, ja. Mach die Sache gleich mal an! Boah! Das war doch zu einfach, oder? Also ich bin schon. Oh, chill mal. Oh, Lotus Elise. Ach, man kriegt für die Gebiete andere Autos. Ich verschwinde mal, wir sehen uns dann im Unterschlupf. Verstehe. Pro Gebiet gibt's hier eine Karre. Nehmen wir das auch nochmal ein. Hier mal gucken, was wir da für einen Wagen kriegen. Oder was ist das hier? Fahren wir mal Kontrollpunkt. Ist ja direkt hier. Bist du dir da sicher? Keine Ahnung. Wir sehen uns nachher. Hm?
Darius, was soll denn das? Noch ein paar Rennen und er hat mehr zu sagen als du. Wieso? Das ist gut für ihn. Er muss um seinen Ruf kämpfen. Er regelt auch das Geschäftliche für mich. Er schuldet doch uns beiden was. Du nutzt ihn aus. Aber nicht doch, Kleines. Ich bin der Einzige, der weiß, was er drauf hat. Was hast du denn? Man kann Rennen auch anders gewinnen. Meine Güte, ey. Der Typ in seiner Yacht. So, dann wollen wir mal die Kontrollpunkte rennen hier. Der Darius ist der fiese Typ. So. Der liegt echt schlimm in der Kurve, der Wagen. Ein paar Rennen. Und wir haben mehr zu Männern als der. Scheint ein großes Kontrollpunktrennen zu sein hier. Was ich ja geil finde eigentlich ist, man kann ja entscheiden, wie man anfängt. Wenn man jetzt zum Beispiel am Anfang diesen Alfa Romeo genommen hätte, hätte man auch als erstes hier TFK platt gemacht. Oder mit Muscle Car hätte man da unten bei der alten angefangen. Gesundheit oder was? Gef mir Nitro! Und ich hau euch rein! Alter, was ist das für ein Rennen, ey? Ja, charakteristisch könnte das ein Muscle Car sein hier. Vom Fahrverhalten. Zeitbonus, sein Sohn! Man fährt ganz anders, wenn man hier den Nuss ohne Ende hat. Seine Kammer. Mann, Mann, Mann. Überall diese Hütchen, ey. Ich glaube, wenn wir einen Exoten haben, wird das richtig lustig. Dann fliegen wir förmlich über die Map wahrscheinlich. Echt am überlegen, ob wir nicht einfach die Viper wieder nehmen, weil die so brutal ist. Aber die Corvette ist auch ganz krass eigentlich.
Kommt schon. Kleingeld lassen wir tageln. Bams. So. Mal gucken, was wir da für ein Auto kriegen. der Clio V6 ist wieder da, weißt du? Ja. Boah, kann das sein? Das hagelt hier irgendwie. Kannst du. Ich glaube, du machst einen Fehler. Das hier ist nur für echte Fahrer. Nichts für Feiglinge. Irgendwas ist mit deinen Augen nicht richtig. Was der damit wohl sagen will, dass er ein Feigling ist. So, dann war es das für die Folge wieder. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Gucken wir mal, oder? Warte mal, wir gucken mal ganz kurz eben beim Händler rein noch, ob hier was Interessantes ist. Ja, wenn, dann würde ich sagen, sparen wir so lange, bis wir... Klar, ich habe nicht mal genug Geld für ein Clio 6, aber egal. Ja, das ist alles Stufe 1. Wenn, dann würde ich sagen, Stufe 3, oder? Ich meine, wir haben hier den RX-7 noch als Stufe 2 Wagen. Als Notfall-Tuner. Den haben wir ja von Kenji abgezogen. Ja, den haben wir ja Most Wanted gefahren. Den werde ich jetzt, denke ich mal, nicht nochmal holen, weil das Geld halt ziemlich knapp ist hier. Aber noch kein Auto, was irgendwie gratis wäre. Naja, also dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Vielen Dank fürs Zuschauen. Lasst ein Like da, lasst ein Abo da, lasst die Glocke klingen. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.